So, also ich nehme das jetzt zum dritten Mal auf mittlerweile, deswegen ist nicht die passende Farbe rot hier, rot da wegen den Kursen an der Börse, sondern weil ich einfach schon so einen Hals habe wegen diesem beschissenen Problem. Einfach, der hat den Screenshot nicht aufgenommen, der hat den Ton aufgenommen. Erst beim ersten Video war der Ton kacke und das hat nicht aufgenommen, nach 2 Minuten abgebrochen. Beim zweiten Mal war der Ton halb kacke und er hat einfach nach 2 Minuten das Bild nicht mehr aufgenommen. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ansonsten habt ihr kein Video gesehen. So, war das nicht ein schöner Anfang? Also, willkommen bei Patricks Finanzen. Mein Name ist Patrick. Genau. Heute Kalenderwoche 17 und ich werde es kürzer machen. Ich habe alles erklärt gehabt in den ersten 2 Malen und jetzt habe ich keine Lust mehr so wirklich. Also, es gab sowohl Käufer als auch Verkäufer diesen Monat. Und wir gehen einfach mal jetzt schnell durch, weil ich habe wirklich schon den Hals, schon hier. Aber für euch, was mache ich nicht alles, ne? So, los geht's. Also, Sparpläne bei Commerzbank. Diageo 25 Euro, 0,6 Anteile, 51 Cent soll es bringen. Fresenius 25 Euro, 0,986 Anteile, 87 Cent soll es bringen. Gazprom 25 Euro, 4,8 Anteile, 1,36 soll es bringen per annum. Hallo! Telefonica Deutschland 25 Euro, 10 Anteile, 1,83 soll es bringen. Und Vonovia 25 Euro, 0,4 Anteile, 70 Cent soll es bringen. Dann ging es weiter mit den 50 Euro. Das war einmal Nornickel, 1,7 Anteile, 2,31 Euro soll es bringen. Und Rio Tinto, 0,6 Anteile, 2,76 Euro soll es bringen. Und der letzte Sparplan bei Consorsbank waren 75 Euro für Sparebank, 5,59 Anteile. 60 haben wir jetzt, 4,87 Euro soll das bringen. 300 Euro investiert, 15,22 Euro Rendite brutto per annum. So, dann haben wir gehabt Trading 212. Dann haben wir einmal nachgekauft NIO 29,99. Da habe ich einfach auf 16 Stück hochgebracht. Und dazu gebe ich später noch ein bisschen ein paar Infos, also nicht nur über NIO. Und dann habe ich jetzt ein Spekulatius aufgebaut, eine Spekulation, den Wert habe ich schon seit Monaten auf dem Schirm, also seit Anfang des Jahres. Dann ist er gestiegen. Dann habe ich gesagt, meine Fresse, das ist viel zu krass, den Preis zahle ich nicht dafür. Jetzt ist es wieder zurückgekommen. Und sie haben jetzt die letzten Tage auch nochmal weiter verloren, also vor 2 Tagen, glaube ich, oder 2 oder 3 Tagen, weil sie halt eine Verlängerung oder, wie sagt man das, Verlängerung oder Vertagung der Quartalsberichte bei der SEC beantragt haben, sehen die Börsen nicht so gerne und die Anleger, deswegen wurden sie abgestraft und der Wert ist unter 20 Euro gefallen, deswegen habe ich direkt zugeschlagen und meine erste Position aufgemacht und das ist Ehang. Ja, Ehang, wenn euch nichts sagt, schaut beim Real Finance Fan Sven vorbei, der hat da glaube ich 2, 3 Videos schon zu gemacht. Im Endeffekt sind das Personen, Bevölkerungsdrohnen als auch Löschdrohnen und alles was mit Fliegen und größer Scale hat, also nicht ferngesteuert DJI-mäßig, was ich zum Beispiel auch habe oder was vielleicht ein paar von euch haben, sondern halt Personenbeförderung oder halt auch Feuerbekämpfung in Hochhäusern. Und wenn ich schon mal in China gewesen seid oder in China die Hochhäuser gesehen habt, die haben ein paar mehr Stockwerke als bei uns in Deutschland oder in der Schweiz, da ist es hilfreich, wenn man so eine Drohne hochfliegen kann in den 33. Stock und dort halt ein Feuer bekämpfen kann. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Ich habe schon zweimal alles erzählt und das ist das dritte Mal. Ne? So, dann haben wir ein Verkauf gehabt bei Trading 212. Ich habe ja 2 Monatszahlen, einmal Main Street Capital, einmal Realty Income und die sind auch gut gelaufen. Ich war mit denen zufrieden und habe mir aber überlegt, das, was reinkommt im Monat, da es ja Monatszahler sind, ist nicht so viel. Die Rendite ist an sich gut, sind aber auch gut gelaufen. Und Main Street Capital als Beispiel ist sehr gut gelaufen, fast All-Time-High wieder. Aber es kommt halt so wenig rum im Monat, deswegen habe ich gesagt, weißt du was, ich nehme die Gewinne mit, habe die verkauft. Weg mit dem Mail, hab's verkauft und 171 Euro habe ich zurückbekommen sozusagen. 9,90 Euro weniger kriege ich jetzt an Dividende pro Jahr, weil natürlich ein Dividendenzahler war und habe im gleichen Atemzug davon gekauft. Warta habe ich ja seit ein paar 3 Monaten im Depot. Hatte ich 5 gehabt, jetzt habe ich 1,5 nachgelegt, jetzt habe ich 6,5, soll bringen 3,75 Euro. Die sind ja jetzt auch Dividendenzahler dieses Jahr zum ersten Mal. Und Warta soll ja höchstwahrscheinlich, so wird gemunkelt, die Batterien, also nicht die Autobatterie vorne, sondern die Elektrobatterien für E-Autos für Porsche liefern. So steht's, oder so wird gemunkelt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Werden wir sehen, aber auf jeden Fall, die sind gut im Business. All-Time-High waren sie bei 180 gewesen, sind sie bei 112 rumherum. Jetzt waren sie bei 120 oder so. Jetzt sind sie wieder ein bisschen gefallen und ich mache die langfristig einfach auf 10 Stück, möchte ich sie hochbringen und dann schauen wir mal weiter. Ja, aber ich glaube, wenn die dann wirklich
für Porsche oder Mercedes oder wen auch immer die Autobatterien herstellen werden, also die E-Autobatterien, dann wird das auf jeden Fall gut laufen. Hoffen wir mal. Und wie gesagt, dann habe ich bei DEGIRO ja meinen zweiten Monatszahl, das war Realty Income. Genau das Szenario, da kam irgendwie jeden Monat 1,65 oder so rein. Auch gut gelaufen, günstig eingestiegen oder günstiger eingestiegen und jetzt habe ich mit Gewinn verkauft. Habe rausbekommen 559 Euro. 10 Stück hatte ich, 10 habe ich verkauft. Da fehlen mir dann 22,80 Euro im Jahr. Deswegen sind wir jetzt negativ. Habe aber davon dann direkt gekauft, etwas, was im Moment Dividendenrendite nicht so hoch hat. Also bei mir sind es ein bisschen mehr als 2%, aber das Dividendenwachstum ist enorm. Und ich glaube, jetzt so langsam, wo die Leute alle also mehr und mehr geimpft werden und es vielleicht, keine Ahnung, wieder mehr Leute rausbekommt, habe ich Starbucks gekauft für 568 Euro. Ich hatte 13, habe ich Dex nachgekauft, jetzt habe ich 19. Auch apropos, ich war heute und habe meine erste Impfung abbekommen, ja. Und mir geht's gut. Ja. Also schauen wir, wie die nächsten Tage sind, aber mir geht's gut und meine Frau geht's auch gut. Die hat auch ihren Shot bekommen und in einem Monat haben wir einen zweiten. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt wieder auf Arbeit tätig, ich habe Kundenkontakt, deswegen habe ich gesagt, um unsere Tochter auch zu schützen, machen wir das jetzt. Es ist ein halbes Jahr vergangen seit den ersten Impfungen und jetzt habe ich gefigured oder figured out. Machen wir es jetzt fertig. So, also 627,99 Euro investiert diese Kalenderwoche, davon 6,49 Euro Gebühren. Wir sind 4,98 Euro im Minus, also weniger Dividende bekommen wir jetzt, was aber verkraftbar ist für mich. Weil ich glaube, dass einfach Starbucks und auch die anderen Werte das langfristig über das Wachstum auffangen werden. So, ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es nimmt auf. So sieht das ganze Portfolio aus. Gazprom 6,12%, wir sind ein bisschen über 6% gekommen. Wir hatten ja 5,95 letztes Mal gehabt bei Shell, glaube ich. Gazprom ist gut gelaufen, ihr seht es, 5,32 Euro. Und Starbucks durch den Nachkauf. Was ist denn hier los, Alter? Willst du mich verarschen? Natürlich, ne? Ich habe meinen Computer neu gestartet und deswegen ist nichts drin. Also, Realty Income ist nicht mehr da. Starbucks ist jetzt hier irgendwo bei 1798 oder so. Main Street Capital ist auch nicht mehr da. Ist das ein Rotz? Naja, also kann ich es euch nicht zeigen. Dann ist es wirklich ein sehr kurzes Video. Ich reiche das nach in der nächsten Kalenderwoche. Ihr werdet es sehen. Ansonsten dauert das wieder viel zu lange. Ist das ein Rotz? Meine Fresse. Ha. Aber gut, ihr habt ja gesehen, was ich verkauft habe, gekauft habe. Machen wir einfach Schluss hier. Ne? Sonst, wie geht's euch so? Wisst ihr was, was wir machen können? Wir gucken uns mal die Umfragen an. Denn die hatten wir ja hier gehabt. YouTube. So, kleiner Blick. Ich gehe mal zu den Umfragen. Ich habe jetzt ab und zu mal so Umfragen rein und da ist ein bisschen was zusammengekommen. Finde ich ganz cool. Community. Und da haben wir ja die Fragen gestellt, kann man das ein bisschen größer machen? So, schaut mal an. Ah, jetzt habe ich einmal zu groß gemacht. So, also da hatten wir die Frage gehabt, einmal hier. Ups, nee, die Fragen waren es gewesen. Also, war gewesen, wie viel spart ihr denn oder wie viel investiert ihr denn pro Monat? Und da haben wir jetzt 132 Leute, die mitgemacht haben. 4% haben bis 100 Euro, 11% bis 250 Euro, 20% bis 500 Euro, 28% bis 1000 Euro, also irgendwo zwischen 500 und 1000 Euro. Und interessanterweise über ein Drittel, 38%, über 1000 Euro pro Monat, die investieren. Ist es sehr krass. Ich weiß nicht, ob da viele Schweizer mit dabei sind oder einfach sehr viel gut verdienende Leute oder so verrückte Leute wie ich. Die, ja, ist ja egal, ne? Also im Endeffekt 38% von 132 Leuten investieren mehr als 1000 Euro im Monat. Das ist mega viel. Und dann gab es einen Tag später die zweite Umfrage und dann haben wir, wie viel Prozent von eurem Einkommen investiert ihr denn? Und dann waren, das ist relativ gleich, sag ich mal so. Ja, ihr seht zwischen 11 und 17%, also bis 10% waren es 17%, bis 20 waren es 15%, bis 30% waren es 12%, bis 40 waren es 11% und wieder mehr als 40%, 46% der Leute investieren mehr als 40% von ihrem Einkommen. Das finde ich sehr, sehr krass. Ja, wirklich mega krass. Falls ihr sowas cool findet, so an sowas teilzunehmen, werde ich so einmal die Woche oder ein, zweimal die Woche vielleicht was raushauen und dann auch in den nächsten Videos dann immer wieder vorstellen. Denn ich finde sowas wirklich sehr interessant. Also das hat mich echt überrascht und auch das hat mich überrascht. Ja, ansonsten, wir haben noch eine weitere Umfrage jetzt, die heute Morgen gestellt worden ist. Könnt ihr gerne an den Timer, im Moment sind es 58.
Wir versuchen mal, dass wir mindestens so 100 Leute zusammenbekommen. Das ist nämlich so ein Sample-Size, wo man sagt, okay, das hat ein bisschen Aussagekraft. Wenn da 3 Leute oder 10 Leute mit teilnehmen, dann ist das nicht so viel. Aber bei 100 würde ich sagen, das hat schon ein bisschen Aussagekraft. Ne? So, das war's gewesen. Tut mir leid, ja. Ich habe einfach neu gestartet und er hat mir Portfolio Performance nicht gespeichert gehabt. Klar, selber schuld. Und ich hoffe, dass dieses Video aufgenommen hat. Bleibt gesund, gerne ein Abo dalassen für die, die noch nicht abonniert sind. Feedback. Schreibt einfach rein, was ihr reinschreiben wollt in die Kommentare. Ja? Was euch gerade auf dem Herzen liegt. So, schönen Tag, bis dann. Peace. See you.